4. 6, 7, 8. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt The Forest Multiplayer Session mit Big Quantum und Akka, Anne. Hallo. Ich grüße euch, ihr Helden des Waldes. Und ja, geht weiter, ne, Big? Du hast ja schon gesagt, was heute abgeht. Taucherrüstung organisieren, unser mega Bauprojekt weiterbauen, eine Steinmauer soll noch mit hin, die Anne will Spikes und vernichtende Waffen noch mit einbauen. Big hat gesagt, einen Atombunker wollen wir da noch mit hinsetzen. Also soll hier richtig abgehen. Und auch schön, dass du und du und du und ja genau du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr geil. Freuen wir uns natürlich, oder was sagt ihr? Ja, ja. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle da draußen, die wir eingeschaltet haben bei The Forest. Ja. Ja. Schön, sehr schön. Schön, Anne. Das ist super. Hast du super, hast du super gemacht. Stolz. Darf ich jetzt auch was sagen? Nö. Okay. Verschwinde. Okay, du darfst. Hallo, liebe Leute. Hallo und willkommen bei was ist das? Forest. Forest ist das. Noch ist es Forest. Ja, heute haben wir vor, ein bisschen unseren Zaun zu bauen. Mal schauen, wie wir das schaffen zeitlich. Jedenfalls wollen wir unbedingt in die Höhle gehen. Mein Bruder, der Knallfall, hat verraten, wo die Taucherausrüstung liegt. Da sind wir schon 10 Mal dran vorbei. Echt? Ja. Und ja, dann schauen wir mal, ob sie wirklich dort liegt. Und dann mal liebe Grüße an den Knallfall. Ja. Knallfall! Ein Hoch auf Knallfall! Und wenn es dort nicht liegt, nehmen wir die Grüße zurück. Genau. Dann schneide ich die raus, auch damit du dann Piepe stehst. Ja. Okay, ich erwähne den jetzt aber alle 2 Minuten. Ich muss viel schneiden. Herzliche Grüße an Piep, weil Piep und im Endeffekt Piep, Piep, Piep. Ach, was ich mal sagen wollte, Rob, du hast in deinem Buch immer auf den 3. Reiter von hinten. Hm? Und dann auf die, nicht auf die 1, auf die 2. Und da hast du auch die Rezepte drin für die Waffen. Hä? Ach, von hinten der 3. Ach, hier, geil, cool, nice. Ey, du bist ja Probig. Warum hast du uns das in den ersten 10 Folgen nicht verraten? Ich hab das vorhin erst gesehen. Achso, gut, okay. Läuft bei uns. Falls ihr euch wundert mit der Audioqualität, wir sind mal weggegangen von Discord auf Teamspeak, weil Discord hatte immer so viele Lags drin und wir hoffen jetzt einfach mal, dass es im Endeffekt besser wird für euch, angenehmer vom Zuhören. Und ja, mal schauen, ne, wie es dann halt im Endeffekt wird. Ja, bis jetzt waren keine Ausfälle, oder? Ja, auch länger gedauert, der erste verbale Ausfall kommt dann bestimmt wieder, wenn wir in die Höhle gehen. Der ist schon durch, ne? Ja. Du? Was? Mir sande lustigen Holzhackerbohren. Was? Knacken. Boah, Alter, was? Dein Scheiß. Alter, ich brauch mal bitte eine bessere Axt. Diese Flugzeugaxt, das kannst du ja total knicken hier. Weißt du, da weiß ich halt überhaupt nicht, wo die liegt. Ja, die kriegt man mit der Tauchausrüstung dann. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr, ihr habt's gehört? Gott hat mich schon lang. Alter, Big räumt auf im Wald. Hast du eingestellt, dass die Bäume nachwachsen oder hast du das aus? Ich glaube, ich hab's eingestellt. Sehr gut. Weil realistisch wäre es ja, dass Bäume nachwachsen, ne? Ich glaube, die brauchen dann aber nur so 1-2 Tage, bis sie wieder da sind. Ach, schön. Dann haben wir dann ein Häuschen im Grünen. Wie ging das ja mit dem Tor reinbauen? Verdammt. Oh. Ja, keine Ahnung. Du bist ja der Baumeister. Du bist der Baumeister. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Okay. Das klingt doch irgendwie ganz einfach. Geht's bestimmt im Endeffekt auch. Aber wie wir auch erst nach 10 Folgen feststellen, wo die Rezepte stehen im Buch. So, wie sieht's denn aus jetzt hier, Big? Machst du hier mal Tür nice, sonst sperren wir uns hier aus. Ja, ja, ich mach's. Das ist... Anne, arbeitest du mit oder stehst du wieder nur rum, wie die anderen 10 Folgen? Ja, ich lasse euch das machen, hab ich schon. Ach ja, stimmt ja, haben wir ja schon im Video gesagt, ne? Ach du, Baumfeld. Ach ja, aber klaust du meine Baumstämme, die ich abgesenzt habe? Naja, dass deine Ausdauer nicht so runtergeht. Das ist kein Clown, wir sind eine Kommune. Das ist produktives Arbeiten. Vielleicht wäre auch produktiv, wenn wir uns ein Logslab bauen. Ne, bau mal.
Stell mal einen hin, ich hau dir ein paar Stickies mit dran. Wie könnte man das Dreckstroh bauen, verdammt? Oh, denn den Lockschlatt. Tiditi. So, nope. Big, beeil dich mal mit dem Tor. Wir sind ja bald fertig. So, bitteschön, Anne. Danke. Na gerne, ich helfe doch gern. Dafür bin ich doch mit da. So, also falls das für euch jetzt zu Hause ein bisschen langweilig aussieht, ist es auch wirklich. Was machst denn du schon wieder? Hey, warte, ich will mit. Geht das? Alter, was? Jetzt los. Nein. Scheiße. Los, schieb. Okay. Naja, ist okay. Guck, ich hau dir jetzt die Bäume weg und du sammelst die dann einfach ein, ne? Ich kann auch noch ein bisschen mit weghauen. Das ist ein bisschen kooperatives Gameplay. Das ist die Defensive Wall, ne? Du brauchst jetzt eine Defensive Wall-Tür. Nee, die kannst du normal so reinbauen. Übrigens, Anne, die Bäume fallen immer in die Richtung, in die du guckst und du kannst dein Feuerzeug tagsüber auslassen. Nein, das Feuerzeug ist mein Freund. Okay, ja, stimmt. Da fühle ich mich sicher, weißt du? Mhm. Mit Licht. So, Achtung, Baum fällt. Bin ich blöd, hey? Ja. Sag doch sowas nicht. Ja, aber... Ich hab das schon 100 Mal gemacht. War das eine Frage oder eine Feststellung, Big? Bist jetzt ruhig. Sonst hänge ich deinen Kopf an meine... Oh. Ich hab gerade den Schlitten wieder abgeräumt hier. Ja, ja. Ich hab auf E gedrückt. So. Wir passen auf so einen Schlitten drauf. 7. Anne, weißt du das mit dem Tor, wenn man das macht? Nee, soweit hab ich nie gespielt. Ich guck gleich mal, Biggie. Na, normalerweise so. Kannst du das einfach in die ganze Wall rein. Such dir mal eine Stelle, wo jetzt noch keine Defensive Wall steht, Big. Ach so, ja, okay, ich hab's schon. Hast du's? Ja. Sehr geil. Die Stelle darf noch kein Holz sein. Mhm. Na, ich bin Pro, ne? Hast du gemerkt? Hier, ich bring Holz. Ja. So. Nein. Hier ist jetzt ein Tor. Was hast du gemacht? Was? Oh nein. Ich helf dir mal. Irgendwie ist umgefallen, da ist irgendwie durch die Kicken geflogen. Der ist wieder um. Also, wie kann. Ah. Guck mal, du kannst da auch Steine drauf tun. Ja. Was? Hahaha. Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Aber wenn also, ich einen drauf habe, kann ich bestimmt keine Dings drauf machen. Leute, ich red ziemlich wenig, weil ich bin noch im Denkermodus. Ja, ich werde deine Folge dann wahrscheinlich nicht gucken, weil du 10 Minuten wieder an dem Buch stehst. Hör auf. Also, falls ihr jetzt wirklich geiles, produktives Gameplay sehen möchtet, bei der Anne oder bei mir? Nein, der Big, der macht ja auch selbst. Der Big macht das, der ist der Planer. Der Architekt. Mit SCH. Du hast auch gesagt. Ja. Ja, und du sagst immer Kack. Richtig. Brettpit, Cockpit. Cocktail. Cockpit. Alter, was ist denn jetzt passiert hier? Hast du den auch durch die Gegend geschoben? Hä? Nee, die Wand hat sich bei mir verschoben. Guck mal. Was ist denn hier? Was geht denn hier scharf? Guck mal, Anne. Hm? Die Wand steht aber immer so. Welche Wand? Hä? Ich glaube, da kommt dann keiner durch. Wo ist er? Das ist hier relativ sicher. Nein, weißt du, was es ist? Nee. Das ist das Tor. Ach so. Ach geil, okay. Hier war ein Tor. Schön. Tor der Götterbote. Ja. Das ist der Tor. Ach Herr, das ist der Götterbote. Alter, wer hat mich jetzt geschlagen? Big, du... Nein. Hallo. Du bist in meine Axt voll aufs Kreuz, ey. So einen tollen Logsled gebaut und ihr rennt trotzdem noch mit dem Zeug herum. Natürlich. Weil es einfach schneller ist. Richtig. Du musst 10.000 hin und her rennen. Oh, ich muss erstmal mich ernähren gehen. Ich habe kein Essen mehr. In meinem Körper. Dann muss ich dann mal jagen gehen, alles gut. Wollt ihr ein bisschen Action zeigen?
Zack. Nervt Alter, mich. Machst du was zum Mittag? Küche ist kalt. Ach man. Die haben so bei mir im Eisladen gesagt, der Schalter ist zu. Der Schalter? Alter. Der Schalter, das klingt wie ein DDR-Bahn. Ja, der Schalter. Der Schalter ist zu. Ich habe immer gesagt, wenn die Küche zu ist und die Bediener ihren Scheiß selber wegräumen müssen, weil die Küche sauber gemacht werden muss, haben wir immer gesagt, der Schalter ist zu. Küche ist kalt, du Spacken. Oh, ein Häschen. Ohne Eisdiele ist die Küche immer kalt. La, 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 la. Seid ihr bald mal fertig mit dem Zaun? Ne? Ich werde jetzt mal ein bisschen jagen und mal ein bisschen Essen versorgen, wenn ich hier was finde. Wisst ihr, was auch super praktisch ist? Hasenfallen. Das müsst ihr uns auch mal zulegen. Na, baut mal. Ihr habt doch das Buch. Du hast auch ein Buch. Ja, aber ich bin gerade unterwegs. Ich will doch Action zeigen. Ja, ich mach gleich mal. Oder machst du weg? Ich weiß nicht. Oh, was? Das scheiß Fleisch, das bringt ja gar nichts. Ich fress kein Fleisch mehr. Ich bin ab heute Vegetarier und Milch ist Gift. Ach, so ein Scheiß. Na, red mal nicht drüber. So, mein kleines Hoppelhäschen. Ich hab mir das Video gar nicht angeschaut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur, Das Milch ist Gift Video oder was? Ich sag mal, ich hab mir den Unge gerne angeschaut. Ich hab immer mal seinen Stream geschaut, montags oder wann das immer war. Wenn er so, wie nennt man das, seinen Reaction-Stream da. Mhm. Und habe ich gern geschaut, jetzt mittlerweile nicht mehr, und dann mit dem Spruch hat er es einfach nicht besser gemacht. Aber der hat ja auch als sein Profilbild so einen Aluhut. Ja, der Unge ist ja Veganer. Mhm. Hat ja nichts dagegen, aber der mit so einem Spruch, da bringst du halt einen Haufen Leute ins Gespräch damit rein. Das ist komplett überflüssig. Hallo! Wer bist du denn? Habt, da drüben ist eine Hasenfalle, die gemacht werden will. Okay. Also bei uns in der Wohnung. In der Wohnung. In der Wohnung. Ja, heißt doch nur mal so. Ja, Anne auf Sexy in der Bude. Ja, ich war auch gestern, als ich essen war, wollte ich einen Shake aus einer ganz bestimmten Frucht haben. Habe ich Kirschshake bestellt. Ein Kirschshake. Ja, Alter, hier. Die war halt, ich glaube, ein Bessie oder so. Der total zerrupt, also ein Kirschshake. Wie abwertend redest du über Menschen? Du hast gerade gesagt, die war gerade ein Messi oder so. Nein, also ich denke, weil die, also die hat auch so extrem hochdeutsch gesprochen. Das ist alles cool. Deutsch, das ist alles Deutschland, Anne. Ihr müsst aufhören, diese imaginäre Mauer zu ziehen. Doch, in der Big Halt. Mhm. Big Hall. Sag doch gar nichts. Aber wenn du was sagst, dann haltst du. Ja, immer nur, wenn du Nein sagst. Leute, wie sie sind. Das ist ja cool. Also, ich mag das ja. Ich mag ja, wenn die reden. Ich habe ja selber eine beste Mannschaft. Leute, ich krieg Ärger hier. Und ja, der schon wieder umschleicht. Hey, schaust du mal an. Ich hab schon gesehen, so 10.000 Kilometer von uns entfernt. Rob, bist selber schuld. Wenn du jetzt umgehauen wirst, wünsche ich dir ein schönes Restleben. Dann endet das Let's Play bei mir. Ja, nee, warte, ich bring die hoffentlich mit, weil wir haben eh Hunger. Ja, das ist eine gute Idee. Gibt's heute mal wieder Fuß. Aber ich hab zweimal Kaninchen und einmal Eichhörnchen. Also, ich war schon relativ erfolgreich. Zweimal Kackninchen. Hm? Oh, hier rennt noch eins rum. Ja, was denn jetzt? Hast du jetzt Probleme oder nicht? Nee, ach, die hat mich nur gemustert, die Alte. Ich schau mal, ob die mir hinterher rennt. Die können ja auch auf Bäume hüpfen, ne? Oder so. Wie war das? Das habe ich selten gesehen, oder? Die können auch auf Bäume klettern. Von Baum zu Baum springen. Die können auch Bäume ab. Ist das da links der heilige Baum von denen? Dass wir hier vielleicht ein bisschen falsch bauen? Dieser dicke? Das ist gut möglich. Okay, ich bin ganz vorsichtig jetzt. Pro Gaming. Ah, die ganzen gelben Hämmer hier, ist schon ein bisschen ein großes Bauprojekt, ne? Ja, ein kleines, großes Bauprojekt. So. Ich sehe den Big immer nur stehen heute. Bist du ein bisschen behindert? Bist du mein behinderter Freund? Ich bin dein behinderter Freund. Wir werden ja auch...
Ja, genau. Nee, Mutant. Was? Was? Alter, weg! Ich bin erschrocken! Ciao, Anne, jeder kämpft für sich! Ey, ich komm hier nicht rein, ich komm nicht in die Basis rein, alter Leute! Wir müssen den weglocken, der haut uns alles kaputt. Dann weg! Wo willst du jetzt hinlocken? Weg! Einfach wegrennen! Alter! Oh, jetzt warst du erschrocken, Anne! Auch, Entschuldigung, ich hab vielleicht ein bisschen. Big, mach mir mal ab. Wer von euch hat Dynamit? Ja, ich will den sprengen. Ich will den sprengen, ich will den. Ich, komm mal zu mir. Ich will das beenden hier. Ja, Herr Locken, den Typen. Vielleicht einen Baum auf den drauf fallen lassen. Alter, ist der allein? Wir müssen ihn unbedingt weglassen. Wunder, ja. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Wo ist denn der? Der ist hier unten am großen Baum. Der ist an unserer Base, wo der Beat bounced? Ja. Da gehen auch Feuerpfeile rauf. Ja, gib mir mal welche. Ich hab keine. Ach so, warte. Oder Molotov. Toll, der ist in der Wohnung. Der ist drin. Ich hab Brandpfeile. Alter, jetzt hab ich mich so verschluckt. Okay, Brandpfeile sind am Start. Wo ist denn der? Ah, der kommt. Anne, der kommt auf dich zu. Fuck ihn Mist. Oh, Alter. Mach doch mal den Molly an. Molly brennt nicht. Ich häng fest. Weil es regnet, rast er aus. Die lassen die Bäume auf den drauf fallen. Wieder ich hinterher rennt, ich fahre mich weg. Fuck. Hab da angezündet. Sehr gut. Mein Big Feuerzeug versorgt manchmal. Komm Big, mach was. Alter. Alter, ist der übel. Bisschen Spaß, die. Der fällt hier unten, der ist auch nicht so schlecht. Warte, geh weg noch. Wow. Ich kann leider keinen Dynamit anbringen. Nee, ich kann nichts anbringen. Hatte ich ihn erwischt? Ja. Ist der down? Der ist down, ich hab ihn erwischt, der ist down. Ich könnte kein Dynamit anzünden, nicht. Oh. Alter. Ich hab jetzt meine. Gib meine Pfeile wieder, Pistole. Du Wichser, ey. Pistole, du, hier, guck hier, Alter, hier. Schieb ich ihn weg, das Drecksding, ey. Hey, der ist für mich gar nicht da, wo du stehst. Nee? Okay. Nö. Na gut. Aber der hat viele Bäume umgehauen. Mhm. Hahaha. Ich hab das Häschen erwischt, Anne, vor dir. Aua, aua. Hey, aber warum könnte ich nichts Brennendes aus? Ey, guck mal, ich hab das Häschen schon verbrannt, das kannst du schon essen. Ach, nee, könnte ich nicht. Ich hab's, hahaha, ich hab's. Ich glaub, ich bin halt im Singleplayer. Ja, herzlich willkommen bei Big Quantum, dem Singleplayer. Let's Play kein, von The Forest. Kein wir haben einfach so einen Spacko angerannt. Ey, Alter, wir haben den platt gemacht! Ey, Pro-Gaming auf neuem Level, also dafür will ich das Like haben auf die Folge. Ey. Ja, aber ich könnte nichts machen, weil bei mir nichts. Das ging kurz an, das Feuer, und dann gleich wieder aus. So ja, das Kack. Ist ja eigentlich realistisch. Ja, aber ihr könntet ja auch den anzünden. Ich hab ja mit der Pistole geschossen. Nee, Big, das ist immer ein Unterschied, ob du es halt kannst. Alter, es kracht gleich. Da war ich so einen Mutanten erledigt hab. Ich geh jetzt allein in die Höhle und will mir das tauchen. Nee, ich will mit, Big. Ja, toll, weil der Hobbit hier gemein zu dir ist. Muss ich jetzt runterleihen? Was heißt denn hier gemein? Ich bin doch nicht gemein. Ja, natürlich, du stänkerst wieder. Ich stänker nie. Wer nie sagt, macht schon Lügen, hat meine Oma immer gesagt. Deine Oma lügt. wir haben so einen Mutanten gemetzelt, Alter. Da weiß ich schon, wie die Folge heißt, ne? Mutanten metzeln. Ah, das übelste Vieh, ne? Der hat auch seine Hautfarbe geändert, nachdem er das erste Mal gebrannt hat, ne? Ja, weil der voll auf Blut war. Wir hatten jetzt die Idee, kannst du die Tür wieder zumachen. Warum?
Na guck doch mal, ich wollte gerade vorbeilaufen. Genau. Anne, mach selber. Mach's dir. Mach's mir selber. Wenn du dich auf die Männer verlässt, bist du verlassen. Ja, genau. Was wird dunkel? Gehen wir im Dunkeln in die Hölle? Nö, eigentlich nicht. Wenn wir das Tauchgerät holen und dann sind wir wieder da, dann holen wir uns die große Axt. Ich muss aber erstmal was futtern. Liegen hier noch ein paar Bäume rum? Ach ja, ich wollte ja mal was zu essen machen, ne? Ja, ich dachte. Stimmt, ich war ja jagen, ja? Ja. So. Ist halt schade, dass wir den Mutanten nicht schlachten konnten, ne? Das wären viele Arme gewesen. Den kannst du nicht. Hol das fest mal. Ja, vielleicht ist er auch komplett eklig, der hat ja nur Füße, oder? Ja, stimmt. Der besteht ja zu 90% aus Füßen. Big, hast du noch Stöcke? Nee, aber ein Fahrzeug. Cool. So Leute, kommt hier, ich hau euch mal was drauf hier. Adi, das ist schön, dass du in den Baumstammschlitten nur Steine reingelegt hast. Hier Mädels, wenn ihr was essen wollt, ne, hier am Feuer. Jo. Oh nein, das Feuer ist ausgegangen. Was? Warum? Ja, es regnet. Oh. It's raining man, hallelujah. Guck mal, was ist mit dem Essen jetzt? Ist das noch im Feuer drin? Nee, ne? Ich hab eins aufgehoben. Okay. Boah, das ist ja Mist, ey. Jo, nimm so. Das wärmen wir theoretisch gleich in der Hölle. Wollen wir das heute noch machen, ja? Aber hier esst erstmal. Ich war extra jagen. Komm, Big. Hinten und im Wald so ein Feuer brennen vom Feuerzeug. Geil. Wann ist denn eigentlich Feierabend? Wann kann ich denn aufhören mit Arbeit? Feuerabend. Jetzt ist Feierabend. Achso, warum sagt mir das keiner? Wir haben doch gesagt, wir warten auf dich und essen. Ja, und dann aufregen. Ich zahle aber keine Überstunden. Nur so ein Schwachsinn. Rob, ja. Siehst du das sagen. Da oben am Berg? Am Berg? Das Wenn Boden? Du gerade ausguckst, siehst du doch einen Berg. Ja. So, nach da oben guckst. Ja. Und da hast du, sieht aus wie ein Feuer. Ja, ne? Wie so ein ganz kleiner Punkt. Ist da ein 5000 Watt Willi mit seinen super Freunden? Nein, oder? Das sieht aber aus. Kann auch ein Clipping-Fehler sein oder irgendwas. Auch sein. Dreh dich mal rum. Siehst du da den weißen Berg und da ist irgendwie wie so ein Feuer oben drauf. So ein Punkt, der leuchtet dort. Nö, bei mir nicht. Das ist ein Feuer, das ist wie so ein Leuchtfeuer, klar. Oder ihr habt so schlechte Grafikkarten, die das nicht gut machen. Stell dich mal hin, wo ich stehe. Und guck mal nach Berg. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Siehst du den auch, Big? Ja, ja. Dann solltest du mal deine Grafikkarte erneuern. Die ist eh noch nicht so alt. Nee, das war für den Spruch, vielleicht habt ihr schlechte Grafikkarte. Das ist ein Fehler, denke ich mal. Was ist hier mit der Kaninchenfalle eigentlich? Ja, die macht ja keiner fertig von euch. Achso, ich hatte auch nur noch zwei Sticks gehabt. Big? Wollen wir vielleicht erstmal Die machen? Alter! Mann, war das laut. Ich bin so erschrocken, ich hab mich so verjagt, Alter. Gute Nacht. Ja, Nacht überbrücken. Alter. Ich glaub nicht, dass wenn der so laut schreit, dann werden wir nicht in Ruhe pennen können. Doch, es ist Tag. Oh, war das laut, ich hab mir voll eingeschissen. Ich auch, voll eingepisst und eigentlich alles drin jetzt. Eingebratzt. Ja, Anne, du brauchst gar nicht zu reden. Ja. Ach, nur weil ich eine Frau bin, darf ich jetzt keine Rechte mehr. Guck mal, auf die öffentlichen Toiletten von den Frauen. Da macht er alles. Geht das schon wieder los? Wie kann das sein, dass ich mich nachts voll fress oder kurz vorm Pennen und wenn ich aufwache, habe ich so Hunger? Ne, du hast doch früh auch immer Hunger, oder? Wenn du in der Nö, Erde... nö. Nee, du nicht, nein. Nö. Würde ich sagen, schon. In der nächsten Folge gehen wir in die Höhle, oder? Ich freue mich immer im Schlaf schon aufs Frühstück, Leute. Das ist so sehr geil. Ich überlege auch immer gleich, was ich am nächsten Morgen zum Frühstück esse. Genau, ich schnapp mir jetzt hier noch ein paar Baumstämme und dann haben wir heute eigentlich die Mutanten gekillt, ne? Ja, ich würde sagen, Nein, das war gestern, wir haben die Nacht gekillt. Ach ja, wir haben die Nacht gekillt. Diese Folge. Oh, genau, danke, Anne. Bitte. Entschuldigung. Big stänkert nämlich immer, weißt du? Nein. Manchmal verlierst du da echt voll die Lust.
Machst lieber Singleplayer Let's Play, weißt du? Deswegen rennst du auch immer weg. Ja. Ja, ich werd immer gemobbt und getisst, weißt du? Ach Quatsch, rot dich disst doch keiner. Nee, bloß nicht. Warst du mal im Livestream dabei? Die ganze Zeit geht das Huhu und Hallo und. Das war ich aber boah. Nicht. Nee, du machst das nie. Der Treue macht das immer. Der Treue sagt immer Hallo, schönen guten Tag. Es geht dann manchmal so auf den Zeiger. Ja, aber hier immer das Gleiche, weißt du, das ist wie so ein Running Gag. Vielleicht ist es einfach. Ist natürlich nur Spaß. Ich freue mich, wenn ihr das Video schaut. Ich freue mich, wenn ihr Hallo sagt. Ja Leute, so eine Baufolge muss auch mal sein. Die ist vielleicht ja ein bisschen hart, als wenn man hier rumschreibt. Ach, wir haben das halt Ungeheuer getötet. Aber wir gehen dann auch wieder in eine Höhle und dort gibt es auch Ungeheuer. Der Hopp kommt nämlich mit. Ja. So, Kantana ist ausgerüstet. Ich habe noch drei Stöckchen. Drei Stöckchen, warte, ich hole sie, warte, ich hole die Stöckchen. Die Hasenfalle machen wir heute noch fertig. Den Zaun auch, oder? Zaun haben wir noch extrem viel. Ja, aber zumindest. Die eine Seite meinst du? Die eine Seite, ja. Ja. Ich habe schon mal ein Stick, die habe ich schon. Oh. Zwei, hast du noch einen, Anne? Nee, noch nicht. Okay, ich hab. Ja gut, dann haben wir nämlich auch Hähnchen. Häschen. Häschenverpflegung. Eine Hähnchenfalle. So. Fliegen dann gleich Bräule oder so in der. Oh geil. Und. Wir können dann nochmal, wenn wir sowieso da drin sind, schnell in die Yacht rein. Da ist ja auch nochmal was zu essen drin, oder? Ja, das wäre geil, da haben wir ja die Snacks und alles, ne? Kurzen Abstrich. Baumfeld! I'm going down. I'm going to down. Baumfeld! Auf welches Spiel freut ihr euch denn eigentlich dieses Jahr am meisten? Red Dead Redemption. Ja, macht euch nicht, ich diss mich immer weiter. Wäre eigentlich was für ein Daddy, ne? Für ein Dead-Sack. Red Dead Redemption. Deswegen spielt das ja. Ne? Der kann das. Schaut mal rein. Schaut mal rein bei Dead-Sack HG Gaming. Red Dead Redemption. Nicht, weil es ihm gefällt, sondern nee, es gefällt mir. Deswegen habe ich ja auch Anna's Quest gespielt. Weil das so ja, weil das zu dir passt, ne? Es gab leider noch kein Klugscheißer-Spiel. Darum spiele ich gerade Sherlock Holmes. Also auch so ein kleiner Klugscheißer. Passt auch zu mir. Sagt ja, zumindest ja, die Babsi immer. Wo ist denn das Tor? Ne? Wow. Was fehlt denn jetzt hier alles? Och Gott, hier fehlt ja noch alles. Nee, alles fehlt ja hier noch. Stein rum. Das machen wir aber jetzt nicht. Das machen wir, nee, wenn wir aus der Hölle wieder da sind. Hm? Würde ich sagen. Weil hier kommt, glaube ich, eh keiner durch wegen dem Stein. Hm? Wenn der springen, also die können so sehr hohe Sprungkraft. Die können. Wir können das auch. Wir wollen es aber nicht. Nee, wir wollen nicht. Dann und wird, vom Zeitfaktor sind wir eh schon am Ende angelangt. Ach so, okay, jetzt schon, okay. Hm. Wir haben ja nicht gerade viel gerissen heute, ne? Ein Mutant, stimmt, wir haben einen Mutant gekillt heute. Ne, das ist ein absolutes Highlight heute. So, gut. Dann bedanke ich mich bei euch natürlich fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's in die Yacht nochmal, Snacks auffüllen und dann Tauchgerät in der Höhle holen, damit wir auch die anderen Höhlen erkunden können. Ich bin Rob von Absturz Zockt und ich bedanke mich bei Big Quantum, bei AKA Anne. Und diese Kanäle findet ihr natürlich unter dem Video, in der Videobeschreibung. Schaut doch mal vorbei, ist eine Empfehlung des Hauses. Dankeschön und jetzt Big Anne, ihr dürft. Ja, okay. Ich fange gleich mal. Ich höre auf. Gut. Ich fange an aufzuhören. Okay, Leute, danke, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ihr hattet eine gute Unterhaltung. Auch wenn die Folge jetzt nicht so aufregend war, bis auf den großen Mutanten. Da kommt natürlich direkt im Regen der Arsch. Okay. Und auch von mir kommt ein herzliches Tschüss. Während wir Big Quantum von unten sehen und natürlich auch Absturz Zockt, den Rob. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.